Das TechLast Master T10 ist ein spannendes Tablet aus China. Anders als die meisten preiswerten China-Tablets spielt die Hardware in der oberen Mittelklasse. So sitzt im Inneren ein MediaTek Hexacore-Prozessor, den wir vom Asus ZenPad 3S10 kennen. Dazu gibt es satte 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Außerdem ist das 10,1 Zoll große Display mit 2560x1600 Pixel sehr hochauflösend. Es kostet unter 200 Euro. Als Deal gibt es das Tablet aber manchmal sogar für nur unter 170 Euro. Doch wie gut ist die Leistung des TechLast Master T10 wirklich? Das erfahrt ihr in diesem Spiele- und Benchmark-Test. Ich habe in letzter Zeit viele Billig-Tablets mit schwacher Hardware getestet, deshalb habe ich mich auf den TechLast Master T10 Spieletest gefreut. Wir beginnen direkt mit einem Spiel, bei dem viele preiswerte Tablets stark ins Schwitzen kommen, Modern Combat 5. Preislich ähnlich aufgestellte Tablets wie das Huawei MediaPad T310 oder gar das teurere Samsung Galaxy Tab A8.0 sind zu schwach, um Modern Combat 5 flüssig zu spielen. Doch wie ihr seht, läuft das Spiel auf dem TechLast Master T10 ziemlich gut und die Grafik sieht schick aus. Schön flüssig läuft auch Asphalt 8 Airborne. Ich konnte das Rennspiel sehr gut spielen und auch hier sieht die Grafik gut aus. Trotz der hohen Auflösung sind die Grafikeinstellungen recht weit hochgeschraubt, sodass Wasser- und Lichteffekte angezeigt werden. Bei dem gut 80 Euro günstigeren TechLast P10 ist das nicht der Fall. Gut spielbar ist auch Into the Dead 2. Der Zombie-Shooter läuft ebenfalls flüssig und auch das Spiel sieht auf dem Tablet schick aus. Vor allem auf dem hochauflösenden Display hier, das, wie gesagt, komplett laminiert ist. Ganz oben sind die Grafikeinstellungen jedoch nicht, sondern im Mittelfeld. Andere Spiele wie Shadowfight 3 oder Xenoverse laufen ebenfalls sehr gut. Mit einem Spiel hatte ich aber Probleme. Asphalt Extreme läuft normalerweise auf so ziemlich jedem Tablet, sogar auf ziemlich schwachen. Doch auf dem TechLast Master T10 stürzt das Rennspiel bereits beim Start ab. An dem Prozessor dürfte das nicht liegen, sondern es scheint ein Problem von TechLast zu sein. Das TechLast P10 kommt mit dem Spiel auch nicht klar. Das ist schade. Alle anderen Spiele, die ich ausprobiert habe, liefen gut. Doch da Asphalt Extreme nicht läuft, könnte es sein, dass es noch weitere gibt, mit denen das Tablet Probleme hat. Wie zu erwarten, sind die Benchmark-Ergebnisse ziemlich gut. An Geekbench 4 kommt das TechLast Master T10 auf gut 1500 und 3500 Punkte. Bei AnTuTu wird ein Ergebnis von knapp über 81.000 erreicht. Wie ihr seht, liegt das TechLast Master T10 damit im oberen Drittel meiner Tablet-Tests, sowie das Asus ZenPad 3S10 und Xiaomi Mi Pad 3 mit dem gleichen Chipset. Klar, die Benchmark-Ergebnisse sind nicht so gut wie beim Samsung Galaxy Tab S3, liegen aber über dem Huawei MediaPad M3 Lite 10 und dem Lenovo Tab 410 Plus und beide kosten 100 Euro mehr. Also, ist das TechLast Master T10 ein gutes Spieletablet? Wie ihr gesehen habt, konnte ich viele Spiele wie Modern Combat 5, Asphalt 8 Airborne und Into the Dead 2 sehr gut spielen. Gleichzeitig sieht die Grafik ziemlich schick aus, vor allem auf dem hochauflösenden Display. Kurioserweise kommt es mit Asphalt Extreme aber nicht klar. Das ist schade, denn es könnte sein, dass es noch weitere Spiele gibt, die nicht laufen. Dennoch, vor allem zu dem Preis von deutlich unter 200 Euro ist die Leistung richtig gut. Deswegen ja, das TechLast Master T10 ist in meinen Augen ein ziemlich gutes Spieletablet. Gut, das war mein Spiele- und Benchmark-Test mit dem TechLast Master T10. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir doch in die Kommentare. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.